Hey Leute, ich mache jetzt mal ein Collection-Video von meinen Monster-Hai-Puppen. Ja, fangen wir hier an mit meiner Monster-Hai-Schule. Da ist einmal meine Claudine Wolf Goes Alive, meine Operetta Basic, meine Rochelle Goal Basic und Venus McFly Trap. Jeweils mit Haustier. Dann sind hier meine beiden Picture Day Puppen, einmal Abby und Draculaura. Hier sind die Mappen von Abby und Draculaura und die Möbel von der Monster High Schule. Das sieht dann so aus. Dann hier unten sind meine Schools Out Puppen. Einmal Spectrum Wondergeist, dann Claudine Wolf, Cleo the Nile und Abby Bonneville, auch jeweils mit Haustier. Dann hier oben ist meine Frankenstein Goose Rule und meine Draculaura Speed 1600. Das sieht dann so aus. Dann geht es weiter hier unten mit meiner Howlin' Wolf, 13 Wishes oder 13 Wünsche, mit ihrem Tagebuch und Haustier Kaschen. Dann geht es weiter mit meiner Scarys Straße, auf die ich echt stolz bin. Da ist einmal mein Custom Doll Gerot mit Rochelle Goyle, Claudine Wolf, Tina Fey-Long, Cleo the Nile, Deuce Gorgon, Gulia, also Frankenstein, Skelly der Calaveras und Laguna Blue mit dem Straßencafé. Ja. Dann habe ich noch so Steine gemacht, hier wie so ein Weg. Und dann noch eine Pflanze dazu gemacht. Hier ist dann noch ein Poster von Scarys mit Tina Fey, Rochelle, Claudine und Frankie. Dann ist hier die Karte von Claudine. Dann noch das Bild von, also die Figur Claudine von dem Café. Und hier ist dann nochmal das Bild von Laguna, also die Karte. Dann geht's weiter mit meiner todmüde Draculaura. Also, ja, ich glaube, ihr habt es gesehen, oder? Wie das dann ausschaut. Mit meiner todmüde Draculaura und mit dem Sargbett. Nochmal vielen Dank, mit der Draculaura an One Piece Konetopi. Dann ist hier noch ein todmüde Bild. Hier ist die Verpackung von meiner todmüde Puppe. Dann hier ist meine Basic Draculaura und meine Frankenstein Basic. Auch jeweils mit Haustier und Tagebuch. Dann hier unten ist meine Schneebischen Märchenbuch, meine Rebecca Steam Dance Class, meine Abby Bondable Roller Maze und meine Operette Roller Maze. Auch jeweils mit Karte. Dann hier unten sind meine beiden Fashion Packs von Gulia und Abby. Hier sind die Klamotten von Gulia. Das Kleid ist innen drin in der Verpackung. Und hier sind dann die Schuhe und die Tasche und die Kette von Abby. Dann hier ist meine Frankenstein Skuschos und meine Hexe von Greater Monster, die ich ja gewonnen habe. Und meine Laguna Blue Dan Dawn of the Dance. Ja, und dann, also das sieht dann jeweils so aus. Und so. Und so. Scarys haben wir ja schon. Und dann sind hier noch meine Laguna Blue Classroom und Abby Bonneville und Heath Burns Kochpartner. Sieht dann so aus. Dann ist hier noch ein Poster von Claudine und ein Poster von Abby und ein Poster von Gulia. Und dann, wenn man das jetzt hier aufmacht, dann sind hier meine Kleinigkeiten von Monster High drin. Da ist einmal die Box, die ich ja gestern bekommen habe. Das sind so, ja, so Kleinigkeiten drin, wie jetzt die ganzen Tagebücher von den Scarys Puppen. Oder ganz viele schwarze Bürsten. Ein Ständer ist drin. Ja, lauter so Kleinigkeiten eben. Dann hier mein Stickeralbum von Monster High.
das kleine Sticker-Album von Monster High. Dann die beiden Monster High-Spiele. Einmal Monster High, Monster Krasse Highschool-Klasse. Und das Labyrinth-Skaten. Das ist richtig cool, das Labyrinth-Skaten. Dann ein überdimensionaler Geldbeutel. Die Stiftebox. Da sind auch Stifte drin. Dann ist hier das Amulett, was mal als extra drin war. Hier ist der Geldbeutel, den ich gestern bekommen habe. Das extra von der neueren Zeitung. Dann auch nochmal hier ein extra, dieses Schreibset. Mein singender Kuli. Dann nochmal hier Extras. Einmal hier das Armband und das Tattoo. Und hier sind dann noch die Strähnchen. Mein Eye-Connector, Armbänder, wo drauf steht Claude Wolf. Weiß ich, was lesen kann. Claude Wolf. Und ja, wie gesagt, das Schreibset und hier ist dann noch der Ring. Ja. Meine ganzen Kleinigkeiten von Monster High sind da drin. Ja, und jetzt zeige ich euch nochmal meine Sammlung, wie sie jetzt im Moment ausschaut. Weil das ist einmal die Schule. Dann noch die Schools Out. Hier die beiden. Also ich finde es jetzt richtig cool, wie es steht. Ja, und die beiden. Oder die drei, besser gesagt. Ja, das war meine Monster High Collection. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, kommentiert und liked bitte. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, macht's bitte. Würde mich freuen. Ich abonniere euch auf jeden Fall zurück. Und ach ja, und hier ist dann noch der Anhänger von Laguna mit Neptuna. Hab ich vergessen. Ja. Ja, ich habe jetzt im Moment 36 Puppen. Und ja, bis zum nächsten Video. Bye.